Was geht ab, YouTube? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Phasmophobia. Ja, und nicht mehr allein unterwegs. Ich habe Unterstützung bekommen von der lieben Dani. Wuhu, yeah, willkommen, auch von mir. Ja, wir sind wieder mal auf Geisterjagd und es ist ein Kerl. Ted Knight. Oh, ach, das hast du mit Ritter gemeint. Jetzt habe ich dich auch verstanden. Lol. Ja. Wer war ein Ritter? EMF. Was war das andere? Kerze, ne? Ja, Kerze. Kerze und den Geist abwehren. Räucherstäbchen. Sollten wir ihn kriegen. Ja, in der letzten Folge war ich ja in Tanglewood unterwegs. Da haben wir einen Poltergeist gefunden. Mal gucken, was wir jetzt finden. Du bist schon ausgestattet, ne? Ja, ich bin schon ausgestattet. Wie immer habe ich dasselbe dabei. Ja, da er auf Einzelpersonen reagiert, ne? Du hättest aber wenigstens noch eine zweite Taschenlampe mit einpacken können, ne? Jetzt muss ich mit der Pillow-Taschenlampe rumlatschen. Können wir auch tauschen. So. Und erstmal mein Standard-Equipment, wenn wir zu zweit sind. Ja, ja, klar. Okay. Hast du auch ein EMF-Gerät? Nee, aber. Nö. Temperatur. Ja, das ist, glaube ich, nicht mal verkehrt. Oh, schön Nebel. Oh, der Mond ist wieder da. Da kriegt die schon wieder, verschwinden bei ihr schon wieder die Haare, wenn sie ins Dunkle läuft. Du hast schon wieder dunkle Haare anstatt braune Haare. Ja, weg. Tja, ich färbe sie mir ganz schnell. Na, es wird auch zu glatze. Was? Das wirst du bei mir im Video sehen können. Ich hab einen komischen Friseur. Ja. Oh, guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag, Ted. Oh, ich sollte mal die Taschenlampe anmachen. So. Ach, jetzt haben wir gar nicht geguckt, wo der Breaker ist. Du, ist mir nur egal. Nein. Wollen wir mal im Dunkeln alles machen? Okay. Ted, wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Okay, der Breaker ist im Keller. Also ich untersuche mal die hinteren Räume, ne? Ist okay. Weil so müssen wir jetzt nicht die ganze Zeit immer zusammen rumlatschen, damit wir uns dauerhaft halten. Ich habe das Reacher-Bot gefunden. Das ist auf dem Kopf. Okay, weiß ich Bescheid. Dann werden wir das gleich mal ausnutzen, würde ich sagen. Hier ist keine Aktivität. So, wo ist der Knopf? Die schreit ganz schön. Wer schreit? Ich stehe hier hinten und verstehe dich einwandfrei. Hi. Warst du hier schon? Links? Da, wo die Türen auf sind, ja. Okay. Also, Voodoo-Puppe werden wir hier nicht haben. Schade aber auch. Aber hier können wir uns verstecken, schau mal. Hier hinter. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, das ist gut. Aber hier ist auch sehr warm drin. Ich geh mal ins Bad. Gib uns ein Zeichen. Oh. Was? 10 Grad, Knochen. Viel zu warm. Ich hoffe, wir finden mal den Knochen hier. Ich gehe noch mal ins Wohnzimmer. Guck mich da ein bisschen um. Ich gehe mal in die Garage. Ja, da war ich schon. Aber da kannst du gerne noch mal gucken. Ja. Da haben wir auch zwei heiligen Spots. Scheiße, wo ist der? Ist bestimmt im Keller. Ja, könnte im Keller sein. Auf in die Höhle des Löwen. Ja, viel Erfolg da unten. Oh. Ich habe eine Tür gehört. Also ich habe gar nichts gehört. Dann war das unten. So, Leute, wir werden das jetzt einfach mal, weil ich hier Lust habe zu suchen. Hier sind zwei Türen offen. Okay, dann ist er vielleicht im Keller. So.
das Equipment wieder wegbringen und wie bei mir immer. Zack, Ordnung. Zumindest in den Spielen. Wir haben ja schon EMF. Alter, haben die Dinger keine. Oh, aufpassen, der nuckelt ganz schön an der Sanity. Ich komme jetzt wieder raus. Also 3 war das jetzt beim EMF. Ja, ist okay. Also ein Stativ und so können wir holen. Ja, wo war denn der Ausschlag? In dem einen Raum wieder, wo wir das letzte Mal das auch hatten. Ah, okay. Und da liegen auch schon Gegenstände. Jo. Ich werde es trotzdem tun, Leute. Mich interessiert's jetzt. Ich hole mal die Kamera. Ja. Soll ich auch Dots mitnehmen? Würde ich sagen. Bei Knochen habe ich. Die Knochen hast du schon? Ja, den habe ich. So, ich würde jetzt das Ouija-Board nutzen. Können wir zum Schluss machen, würde ich sagen. Ich habe mir meine Pille genommen. Das wird er jetzt zum Schluss nutzen. Übrigens ist eben absolut nicht hier vorne. Ja, hatte ich schon gesehen. Was hast du jetzt alles mit? Was du alles mit hast? Also ich habe jetzt Kamera mit und Dots. Perfekt. Würde ich sagen, holen wir noch die Geisterbox und das Buch. Klingt doch noch einen Plan, würde ich sagen. Weil. Zack. Oh, zack. Ich liebe ja die Geisterbox. Muss ich sagen, ja, da vorher nicht. Kamera gut platziert, bist du im Truck? Warte, ich schau nochmal. Also ich würde dir erstmal sagen, ja. Gut, gut. Der Raum schon wieder. Aufregend. Ja, finde ich auch. Eine Kerze auch hin. Können ja eine Kerze noch mitnehmen. Ja, kannst du machen. Ich nehme Buch und Box mit. Dieser Raum. Die Marker wohl der Geist. Legen wir mal so hin. Und jetzt nutzen wir mal die Box. Anthony, schreib in das Buch. Ne, nicht Anthony. Ted! Wie alt bist du? Bist du hier? Kannst du mich hören? Unquote. Definitiv Geisterbox. Ich habe gerade schon meine Antwort gekriegt. Okay. Ja. Oh, wir hätten noch Zwillinge und Mimik. Da müssen wir aufpassen. Ich bring mal Kruzifix bei sich selber mit. Ja, aber auf jeden Fall jetzt Geisterbox. Ja, gut. Ja. Wir können ja noch ein kurz hier EMF runter.
Die Antwort kam auch verdammt schnell. Das ist doch gut. Ist schon ins Buch geschrieben? Nein. Okay. Beweise. Geisterbuch nicht. Aber wir hatten... Wir haben Orbs. Okay, oh, der Geist hat mich erschreckt. Hilfe, raus hier. Wir hätten jetzt eine Mare, Yokai und einen Onryo. Okay. Ja, der ist auch gerade schon durch Salz gelaufen. Ich komme noch mal mit dem Thermometer runter. Ja. Ja. Gut. Ja, danke, danke. Ah. Wie geht's meiner Sanity? Also ich habe noch 78, du 46, du solltest was nehmen. Ja, werde ich gleich machen. Durchschnitt ist bei uns 60. Ich weiß nicht, wann die handeln. Ja, ich komme hoch und nehme zur Sicherheit. Eine Gefriertemperatur ist es nicht. Oh, ich glaube, der handelt. Versteck dich. Ja. Ja, wo? Ja, er kommt aus dem Raum. Hilfe! Hängst du da bei der Tür fest oder was? Ja, ich war so blöd und bin in die Tür gelatscht. Oh. Oh. Die kam aber aus dem Raum. Ja, ich weiß nicht, ob die jetzt das Kruzifix auch angeknabbert hat. Keine Ahnung, auf FIFA ging es verdammt schnell. Aber jetzt werde ich erstmal vertreten gehen. Ja, mach das, mach das. Also, wie gesagt, bei 60 handelt die so. Also. Ja. Wir reden von dem Hand und dann tschüss. Ja, genau. Ja, jetzt wird's bei mir aber auch Zeit. Gleich mal wieder komplett voll. Ja, Kerze ist erledigt. Supi, das ging auch schnell. So, was hatten wir jetzt noch? Yokai Mare, Yokai Mare, Geisterbox Cat. Wie sieht's mit dem Buch aus? Da wurde auch noch nicht reingeführt. Okay, Geister. Yokai. Wo ist denn Yokai? So, das legen wir da mal wieder hin. Ja. Ist jetzt die Frage, waren das jetzt gerade Dots, die du da gesehen hast? Ich mach dich mal ein bisschen leiser hier im Spiel. Ja. Dots? Nein, das war der Geist. Also keine Definitiv Dots. Definitiv der Geist. Nein, nein. Weil Dots wäre jetzt noch Geist. Was wir gebrauchen könnten. Gefriertemperatur, ja. Oder das Buch. Das,
Ja, da müssen wir jetzt noch warten. Wie gesagt, Orbs haben wir. Sieht man ja so zwischenseitig. Ja, warte mal, was. Was. Jo, was hat. Oh, jetzt habe ich es vergessen wieder. Yokai. Yokai. Hm. Deswegen. Ich weiß. Wo ist ein Yokai? Oh, 13. Geil, warte mal. Der Sprech in der Nähe eines Yokai verärgert ihn und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs. Bei der Jagd kann ein Yokai nur Stimmen in seiner Nähe hören. Okay, da sollten wir auf jeden Fall leise dann sein. Gängiger Geist, der von menschlichen Stimmen angezogen wird. Sie spuken normalerweise in Familienhäuser. Ja, super. Jackpot. Naja, der Vorteil ist, wenn wir da zu zweit stehen, ne, ist das egal. Mara. Weil er reagiert auf Einzelpersonen. Okay, also Mare wäre, eine Mare hat eine höhere Wahrscheinlichkeit anzugreifen, wenn sie sich im Dunkeln auffällt. Schaltet man Licht um? Was? Schaltet man die Lichter um, eine Mare ein, verringert sich die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs. Ja, sollten wir vielleicht mal also Licht anmachen? Strom? Strom, ja, ja. Ich würde auch sagen, dass es eine Mare ist. Was wäre das noch? Du hast, ja, Die Kerze wieder aus. Jo. Ja, ich habe sie noch mal angemacht. Aber du sagst, ja, haben wir ja schon. Ja, ist schon erledigt. Jetzt müssen wir nur noch. Toll, hätte ich das jetzt gehandelt, hätte ich den abgewärmten Räucherstäbchen. Ja, wer macht das? Mist. Ja, ich, ja, und ich wollte mal meine Kamera mitnehmen. Ich bin wieder voll. Du bist voll? Ich habe meine Sanity wieder hochgepumpt komplett. Ja, ja, sonst lassen wir das aus, mein Gott. Komm, gehen wir rein. Dann lass mal nochmal runtergehen. Ja. Und gucken, ob sie reingeschrieben hat. Aber ich weiß nicht, ob ein Yokai auch hier die Kruzifixe anknabbern. Keine Ahnung. Ich glaube, Dämon macht das eher. Hallo, wir sind wieder da. Aber den haben wir ja nicht da. Nee, ich mach mal Licht jetzt an. Jetzt reicht's mir. Wir haben's. Ja? Buch. Jawohl. Also Mare. Ja. Aber ich will noch ein Foto machen. Buch? Ehrlich? Ich sehe da nichts. Und da wollte ich auch noch mal. Kannst du mal kurz weggehen? Oh oh. Meint ihr die? Ich habe gerade eine Tür gehört. Nein, nein, alles gut. Gott. Aber doch, die hat ins Buch geschrieben, der Stift liegt nicht mehr drauf. Okay. Oder er, besser gesagt. Ah, mach die Tür doch nicht zu hier. Ich habe die Tür nicht zugemacht. Nee, glaube ich dir, aber ich habe gerade eine Tür gehört. Raus her. Okay. Was haben wir gesagt? Geisterbuch, ja, Mara. Ja, Geisterbuch dann. Ist eine Mara, genau. So. Cool. Haben wir ja alles, ne? Ja, ging auch recht flott wieder. So. Upa dupa. Ich finde, man muss nicht alles immer machen. No. Ist doch nicht so schlimm. Ja. Der Geist ist in Salz getreten. Oh nein, vom Buch. Ach toll. Ja, ist ja jetzt nicht so schlimm, ganz ehrlich. Ja, aber da kriegst du auch ja, Geld. Weiß ich. Ne? So. Du hast Mara eingeloggt. Ja, ja. Tschüss. Cool. Bis gleich. Tschüss. Ja, bis gleich. Und das stimmt, Leute. Juhu, fing doch mal ganz gut an. Ja, würde ich auch sagen. Fing doch ganz gut an. Ich wollte noch mal eben was gucken. Nur witzig, ich habe das Reacher-Board nicht mal benutzt und habe eine Antwort erhalten. Das wollte ich jetzt nicht machen.
So, ihr Lieben, aber damit beende ich meine Folge schon mal. Ich wünsche euch was. Viel Spaß beim Schauen. Habt ihr gehabt. Hinterlasst gerne auch mal einen Kommentar, ein Like. Ihr kennt den ganzen Karaja, ne? Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Juhu.